Es wird so richtig spektakulär werden, das neue Jahr 2023. Wir werden erfahren, was dieses Jahr uns an Energien zu bieten hat. Wir werden numerologisch schauen, was alles in diesem Jahr für uns an Möglichkeiten sind. Und wir bekommen eine ganz wichtige Botschaft von den Plejaden, von den sieben kosmischen Schwestern. Ich habe alle befragt und werde euch gleich darüber informieren. Also es ist total spannend. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Cardinal und ich habe das Buch Kosmisches Wissen von den Plejaden geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, dann klicke einfach auf den Link unter dem Video. Ja, und jetzt beginnen wir mal mit den Prognosen für das kommende Jahr, für 2023. Ich habe den 1.1.2023 numerologisch betrachtet und die Quersumme einfach mal gebildet. Das ist die Zahl 9. Und die Zahl 9 ist in der Numerologie die Zahl der Weisheit. Der Weisheit, die uns einfach auch daran erinnert, sich Zeit zu nehmen, um selbst zu reflektieren, was ist für mich richtig und gut und dadurch in ein schönes Wachstum zu kommen. Das ist das. Mit dieser Energie werden wir in das neue Jahr starten. Sie sagt auch diese Zahl 9, dass unsere Intuition sich verstärken wird und wir nicht nur uns selbst, sondern auch andere Menschen viel besser verstehen werden. Und auch die Sternenwesen haben über die Intuition gesprochen, das erzähle ich euch aber nachher. Wir werden also durch diese Intuition uns und andere Menschen besser verstehen. So auch im kulturellen und diplomatischen Bereich wird es also da unglaubliche Energien und Verständigungen geben. Das lässt hoffen auf ein besseres Jahr 2023, als wie das alte war. Die Menschen werden zu größerem Wissen gelangen und sie werden es auch untereinander weitergeben. Da haben die Sternenwesen auch was dazu gesagt. Das ist sehr interessant. Das erzähle ich euch nachher. Wenn man jetzt die Neuen in der Spiritualität betrachtet, und ich glaube, das wissen viele von euch, die Neun steht für die Zahl der Vollendung. Also so, wir haben etwas Großes vollendet und beginnen jetzt etwas Neues. Das lässt hoffen, dass alles, was wir zurücklassen, jetzt hinter uns, indem sich das Jahr 2022 schließt, wir dann in eine neue Energie hineinkommen, die etwas Schönes, Großes in uns entstehen lassen kann. Die Spiritualität besagt auch, dass die Zahl 9 uns die Möglichkeit eröffnet, dass wir neue, mächtige Führer und Lehrer bekommen können. Und das deckt sich auch wieder mit den Sternenwesen. Da komme ich nachher dazu. Also das heißt also, wir kommen über die Zahl 9 in ein großes Vertrauen zu uns selbst, in ein großes Vertrauen auf unseren Weg hinein und haben viel mehr Kraft, durch das kommende Jahr zu gehen. Jetzt könnte man die 9 noch mit der Astrologie betrachten und zwar in Bezug auf den Mond. Der Mond hat ja, wie ihr alle wisst, sehr viel mit unseren Emotionen zu tun, mit unseren Gefühlen. Und das heißt also, dass diese Verbindung mit der Neun uns es leichter macht, uns untereinander zu verstehen. Ein tieferes Verständnis unter den Menschen wird entstehen. Gepaart mit der Intuition, mit der besseren Intuition oder feineren Intuition, verstehen wir uns untereinander besser. Und das lässt ja Hoffnung, dass sich durch dieses Verstehen einiges regeln wird im Außen. Wenn wir unsere Intuition richtig anwenden, ist dies ein ganz großes Werkzeug für inneres Wachstum, weil wir ja durch diese Intuition geführt werden, die richtigen Dinge für uns zu tun. Und auch das ist wichtig,
Über diese Intuition ist es möglich, für alle, die einen Partner suchen, leichter den richtigen oder die richtige zu finden, weil dadurch bedeutungsvollere Beziehungen unter den Menschen entstehen. Weil, überleg mal, wenn zwei Menschen, die beide sehr intuitiv sind, sich treffen, da entsteht gleich etwas ganz Großartiges. Da ist es viel leichter, sich zu verstehen und aus diesem Verstehen eine Beziehung zu gründen. Also das liegt auch im kommenden Jahr. Wenn wir jetzt die 9 mit der Sonne gleichsetzen, mit der Sonne verbinden, dann ergibt sich daraus etwas ganz Kraftvolles und Lebensbejahendes, eine lebensspendende Energie. Die Sonne ist sehr wichtig, auch nächstes Jahr. Sie wird uns viel Kraft geben. Sie wird uns die Möglichkeit geben, uns noch viel mehr und besser ausdrücken zu können. Also die Ausdrucksmöglichkeiten unter den Menschen und die Erfahrungen, die daraus entstehen, werden uns die Möglichkeit zu Wachstum geben. Und wir werden auch in vielen Dingen erfolgreich sein. Also wenn du jetzt einen Wunsch hast oder etwas begonnen hast letztes Jahr und da gerade dabei bist, dann wirst du richtig Erfolg haben. Also die Chancen dafür stehen im kommenden Jahr richtig gut, erfolgreich zu sein. Und jetzt kommen wir zu den Botschaften, was uns die Plejade und die Sternenwesen gesagt haben. Unser interstellares Verständnis, wird sich vergrößern. Das bedeutet, dass auch andere Menschen offener werden für unsere Sternenfreunde, für das Sternenwissen. Denn die Sternenwesen werden, also sie haben sich bereit erklärt, ihr Wissen mit uns zu teilen und möglichst mit vielen Menschen. Das heißt, dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, mit den Sternenwesen zu kommunizieren. Unsere Telepathie wird sich verstärken. Das habe ich in einem anderen Video schon erklärt. All diese Energien, die uns aus dem Universum zur Verfügung gestellt werden, die unterstützen uns in unserem inneren und äußeren Wachstum, in der Spiritualität, in der Selbstfindung. Unsere Gedankenkraft wird viel schneller sein als vorher, viel effektiver. Und das ist etwas, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten sollten. Denn mit einem schnellen Gedanken hast du viel mehr Klarheit oder schneller Klarheit für Dinge, die du gerade in deinem Kopf vielleicht hin und her bewegst. Also es wird möglich sein, dass wir nicht mehr so oft das Gedankenkarussell bewegen, sondern schneller eine Klarheit für eine Situation bekommen. Und unsere Gedanken werden blitzschnell werden. Also da ist ein ganz großer Wachstum für uns vorgesehen. Das heißt auch, Manifestationen, die wir tätigen, werden eine größere Kraft haben und sich schneller verwirklichen. Jetzt komme ich zu der Weisheit. Unsere Sternenfreunde haben gesagt, es werden aus ihren Kreisen mächtige Führer noch kommen, die uns weitere Weisheiten überbringen werden. Und über diese Weisheit werden wir das Leben viel besser verstehen. Wir werden geschützter durch das Leben gehen und nicht mehr so sehr beeinflussbar sein von den Dingen, die im Außen geschehen. Wir werden einen klareren Geist haben und über die spirituellen Botschaften, die wir bekommen, einfach sicherer sein. Und auch unsere kosmische Sternenfamilie, das hat ja jeder von uns, so eine Sternenfamilie, die werden näher zu uns kommen, näher bei uns sein und uns unterstützen. Die telepathischen Fähigkeiten werden sich vergrößern und dadurch unsere insgesamte Wahrnehmung für alles Übersinnliche wird sich viel mehr verstärken als wie bisher.
Und dieses interstellare Verständnis, das wird unser Gehirn, unsere Gedankenkraft ein kosmisches Update bringen. Und dieses kosmische Update wird unsere Ausstrahlung so sehr erhöhen, dass wir dadurch ein ganz anderes Verständnis für all diese Dinge bekommen werden. Wir werden also leichter in die vierte, fünfte Dimension hineinkommen als wie bisher. Und all das wird oder werden wir in unserer Seelenweisheit finden, denn diese Seele, unsere Seele wird sich noch mehr für uns öffnen und uns den Zugang zu tieferem Wissen ermöglichen. Über dieses kosmische Upgrade, was unser Gehirn bekommt, wird gleichzeitig unsere DNA noch mehr regeneriert, noch mehr ausgebaut, noch mehr in die Vollkommenheit hineingehen. Ihr wisst die Zahl 9. All das hat damit zu tun. Und das ist doch ein wunderschönes Gefühl, dieses Jahr so zu beginnen. Und trotz all der Hindernisse, die sich vielleicht im Außen zeigen können oder uns sich in den Weg stellen möchten, werden wir insgesamt zuversichtlicher und mutiger bleiben. Wir werden einfach mehr in unserer Kraft bleiben, egal ob es stürmisch draußen wird oder wie stürmisch es ist. Wir werden immer wieder in unsere Kraft gehen und uns leichter auf uns selbst besinnen, auf unsere Intuition hören und vorangehen. Das ist das, was die lieben Sternenfreunde zu mir gesagt haben. Und das genaueste oder noch genaueres und noch tieferes Wissen wirst du jetzt gleich in der Botschaft bekommen, die ich dir überbringen werde von den 7 kosmischen Schwestern, wo ich mich schon die ganze Zeit so drauf gefreut habe. Was ganz wichtig auch noch zu wissen ist, dass wir über das Quanten, über die Quantenenergien einen ganz leichten Zugang auch bekommen in dieses Wissen, zu diesen kosmischen Führern, zu den Sternenfreunden. Das sollten wir nie aus den Augen verlieren, denn die Quantentherapie, die Quantenverschränkung, das sind all diese Energien, die uns im Universum zur Verfügung stehen und die wir schon auf der Erde nutzen. Darüber habe ich in meinem Buch von dem Andromeda geschrieben. Das könnt ihr da nachlesen. Und jetzt werde ich euch gerne mit dieser Botschaft eine Freude machen. Ich wünsche euch ganz viel Freude, schon wieder das gleiche Wort, ganz viel Freude. Ich nehme hier dieses Aura-Spray von den kosmischen Schwestern. Das passt jetzt so gut dazu. Sprühe mich damit ein und werde ein bisschen Energie gleich zu euch schicken und wünsche euch jetzt nochmal ganz viel Freude. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Menschen der Herzen, voller Freude begrüßen wir dich mit dem Segen des Lichtes. Wir bitten dich, diese Reise mit uns zu machen und den Frieden, die Freude und die Liebe der Sternenwesen in deinem Herzen zu spüren. Und wir bitten dich, deine Augen zu schließen und dir jetzt ein Licht vorzustellen, was in deinem Inneren immer heller wird. Dieses Licht ist dein Seelenlicht, deine Seelenweisheit. Und es strahlt jetzt in das Universum hinaus und berührt alle Ecken von Raum und Zeit. Erlaube nun diesem hellen Licht, dich von allen Sorgen und Zweifeln zu reinigen. Erlaube diesem Licht, deine Chakren zu durchfluten
und sie neu auszurichten auf die Energien des Universums, der unendlich großen Liebe. Spüre, wie dieses Licht jetzt weiß-golden schimmert und wie die Kraft des Universums in dich hineinfließt. Spüre die Kraft deiner Sternenfamilie, welche jetzt zu dir kommt. Erlaube dir, ihre Gegenwart zu spüren und ihr Licht, ihre Liebe und ihre Weisheit zu empfangen. Befreie deinen Geist von allen vorprogrammierten Mustern, die dein Wachstum einschränken könnten. Öffne dein Herz und lass dich von der bedingungslosen Liebe des Weltraums selbst erfüllen, einer Liebe, die heller scheint als jede Sonne und die dir Kraft verleiht und dein Vertrauen stärkt. Lass alle Angst los und erlaube dir, dich mit einer neuen Art von Mut und Stärke zu erfüllen, die dich dazu bringt, die größeren Geheimnisse des Universums zu erfahren. Erlaube deinem Geist, so hoch aufzusteigen, wie er jetzt genau in diesem Moment kann. Viele Sternenwesen sind hier, um dir auf dieser Reise zu helfen. Also wisse, dass du niemals alleine bist. Du bist hier, um kosmisches Bewusstsein zu erfahren, und nichts kann dich jemals aufhalten. Lieber Mensch, wir sagen dir, dass du ein kosmisches Update erhalten wirst, welches deine Seelenweisheit stärken wird und dein interstellares Bewusstsein ausdehnt. Erlaube dir, offen zu sein für die unendlichen Möglichkeiten dessen, was noch kommen wird. Erlaube dir, dich von der Macht der kosmischen Liebe inspirieren, energetisieren und erwecken zu lassen. Du wirst sehr viele Segnungen des Lichtes und der Liebe aus allen Ecken von Raum und Zeit erhalten. Nimm dir die Zeit, dankbar zu sein für all die Lektionen, das Wissen und die Weisheit, die du bisher auf deiner Lebensreise erhalten hast. Erkenne an, dass jede Lektion ein Sprungbrett zu einem besseren Verständnis deiner selbst und deines Platzes im Universum ist. Du bist hier, um kosmisches Bewusstsein zu erfahren, und nichts kann dich jemals aufhalten. Erlaube dir, mit neuen Informationen, Wissen und Verständnis erfüllt zu werden. Spüre den Frieden und die Liebe, die von dieser kosmischen Energie ausgehen. Und sieh, wie es dir in Zukunft leichter fallen wird, dich mit deinem höheren Selbst, deiner Seelenfamilie und Sternenfamilie zu verbinden. Erlaube ihrer Führung, Unterstützung und Weisheit von ihnen aufzunehmen und wisse, dass du so sehr von ihnen geliebt wirst,
so wie wir auch dich lieben. Spüre, wie die Verbindung zwischen allem, was im Universum existiert, stärker wird. Gehe in einen Zustand des Einheitsbewusstseins über und erkenne, dass vieles in der Dualität eine Täuschung deiner Sinne ist, die nur Verwirrung schaffen möchte, die dazu dient, dass andere Macht über dich erlangen möchten. Erkenne, dass dies nur Manipulationen sind, die jetzt nicht mehr möglich sein werden. Denn du bekommst in dieser Botschaft mit jedem Wort eine intensive interstellare Ausdehnung und Anhebung deiner Seelenenergie. Dein kosmisches Bewusstsein wird der Energie der vierten und fünften Dimension angeglichen. So nimm dir nun einen Moment Zeit, um still und offen zu sein, jetzt die goldenen weißen Energiewellen von uns zu empfangen, welche wir in tiefer Absicht der Liebe überbringen. Danke deiner Sternenfamilie und deinen Lehrern für ihre Anwesenheit in deinem Leben. Wisse, dass deine Sternenfamilie, deine Ahnen und Helfer in Zukunft näher bei dir sein werden, um dich zu unterstützen, denn die Zeit dafür ist reif. Die Zeit der Veränderung trägt dich immer näher in das goldene Zeitalter, in der sich dein wahres Potenzial entfalten wird. Erlaube dir es voll und ganz anzunehmen und lass dich ständig von der kosmischen Liebe weitertragen. Lass uns dein Herz mit Licht erfüllen und dir helfen, dich daran zu erinnern, wer du bist. Denn du bist Teil eines größeren Bewusstseins, das schon seit Anbeginn der Zeit besteht. Du bist eine unsterbliche Seele, verbunden mit Gottes Liebe. Und du hast die Macht, die Welt um dich herum zu verändern. Wir sind hier, um dich zu begleiten. Sei dir bewusst, dass du die Macht hast, alles zu verändern und dass wir dich so sehr lieben. Das Universum wird dich immer leiten und wir, die sieben kosmischen Schwestern, wir sind bei dir. Und so senden wir dir den Segen des Lichtes zum Abschied, voller Liebe. Voller Liebe. Lass diese Botschaft in dein Herz hinein. Lass die Energien, dieses kosmische Update in deinem Hirn, in deinem Geist, in deinem Wesen. Lass es geschehen. Wiederhole die Botschaft, denn jedes Mal bekommst du eine Verstärkung deiner Energie. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes 2023. Ich umarme euch. Und wenn euch die Botschaft gefallen hat, dann teilt mein Video.
liked es und abonniert meinen Kanal. Smarana.